Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Astreiter. Wir sind in Folge Nummer 3 von Dwarf Fortress und zwar mit dem Grafikpack, welches auf, Steam zu kriegen ist, ne? Warum will er jetzt hier sich nicht bewegen? Weder, doch, wie es dir geht. Okay, alles klar. Wir haben letztes... rein und raussuchen. Wie war das denn? Mit Steuerung? Ja, mit Steuerung, alles klar. Wir haben letztes Mal noch ein bisschen was gemacht hier. Wir sollten noch Bären suchen. Wir haben den Wagen aufgehoben, dass der kaputt ist. Und wir müssen jetzt eigentlich so ein bisschen gucken, dass wir hier weiter vorankommen. Wir sind ja im Keller. Und ja, das war wohl nix. Squad, das ist das Squad-Menü. Ja, okay. Schön, dass das Squad-Menü mit Q erreichbar ist. Aber C zum Beispiel für Share nicht. Das hatten wir letztes Mal. Das gefiel mir jetzt nicht so, ne? Das ist jetzt so ein bisschen doof, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Also Q, WASD ist klar. Wie gehe ich denn jetzt wieder runter? Mit E geht man immer höher, ne? Oder? Und wie gehe ich runter? Sag jetzt nicht mit Shift E. Ne, da geht man zwei Stufen, wenn man Shift drückt. Auch sehr interessant. Ist C runter? C ist runter, alles klar. So, dann würde ich sagen, machen wir das Intro und danach gucken wir weiter, wie wir da hinkommen mit unseren Schlafräumen und so. Und wir müssen ja auch Klamotten haben, die die im Depot abholen können, ne? Wenn die Händler kommen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ja, hier haben wir ja schon ein paar Workshops gebaut und da hatten wir jetzt aber nicht so viele Dinge drin. Ne? Was ist Craft Drafts Workshop? Wir wollten, ach so, den Manager wollten wir. Wo findet man denn hier diese Einstellung für den Manager? Place Stockpiles or Items? Nö. Place Zones to establish meetings? Nö. Establish Bureaus to organize work or living spaces in larger fortresses? Was ist denn das? Okay. Bureaus are work or living areas where citizens can be assigned. Workers will try to limit their tasks for the confines of the bureau, but they will sometimes for... Pass, which pass through other areas. Rules can be suspended and unsuspended freely. When a bureau is suspended, assigned citizen will ignore it. It can be useful to assign all of your civilians to a safe emergency bureau, which you activate in a case of... okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Achso, das waren die Meldungen, die da sind. Das sind die Bureaus. Open the task information menu. Fish macht er gerade. Okay, creatures. Ja, da sind jetzt mal die Übersichten dann. Okay, Pen-Pastures haben wir 2. Labor, Miners und so. Ja, Work Orders. Nobles, hier wollen wir hin. Manager ist vakant. Relevant, no relevant skills. Also es bleibt nur er hier, der das jetzt auch kann. Nobles and Administrators. Here you can view your nobles as well as assigning your administrators, military leaders and other officials. Military commanders are assigned here. Once the first leader is assigned, subsequent captain positions will appear. These can also be assigned from the squad menu. Certain important functions in your fortress can only be performed by assigned administrators, such as the manager and bookkeeper. Once they are assigned, you can create work orders, run a hospital, and count and appraise your horde. Nobles, academy administrators request rooms and some may also make demands. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Tisch und Stühle hier, ne? Das müssen wir machen, Manager und den Bookkeeper hätten wir gerne auch noch. Da gibt's auch nur einen, also passt das. Warum steht hier jetzt eine 5, weil er sehr genau machen soll? Das wollen wir erstmal lassen. Ganz lowest precision und los läuft's. Broker, Chief Medic, ach so. Einen Broker brauchen wir tatsächlich auch noch. Den lass uns da ruhig auch reinmachen, damit der Händler-Geschichte laufen kann, ne? Ich glaube, dann nehmen wir den da. Der ist schon ganz cool, aber der macht einen Doppeljob dann. Aber Expeditionsleader. Okay, da können wir mit leben, denke ich. Ja, jetzt machen wir aber erstmal einen Tisch und einen Stuhl für den, wo er sein Büro hat. Sind die Betten denn zu assigned to? Fingerlime Woodbed. Steht nichts dabei. Oder ist es hier irgendwo? This item is a permanent part of the building. Here's this item's sheet. Ah, eigentlich ist das egal. Nee, wir machen das ein bisschen anders.
So, hier wollen wir noch einen Gang runter machen. Hier ist dann der Schlafzimmer. Ja, lass uns mal gerade hier noch was ausheben. Das heißt, wir machen hier mal einen Gang runter. Auch einen dreifachen Gang ruhig. So. Achso, Pause müssen wir auch noch rausnehmen. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Ja, hat. So, jetzt machen wir definitiv auch hier noch Räume gerade so andeutungsweise auf jeden Fall. Na, jetzt pass auf, gleich klickt er mir den an. So, und da. Ja, machen wir das nochmal so. Ah, save in game. Okay, neue Saison fängt an. Okay, brauche etwas länger. So, 7 Zwerge haben wir gelegt, erledigt. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. So, jetzt die Frage, wenn wir das hier fertig haben, machen wir dann, oh, da ist noch Wasser, okay. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir hier auf dieser Ebene noch Wasser haben. Wenn ich jetzt 3 mache, das ist schon dicht, dann könnte das Wasser reinkommen. Nee, das machen wir jetzt mal nicht so. Oh, doch, doch, das machen wir so. Und wir machen hier nur einen Zweiergang. Und hier gegenüber setzen wir noch ein Büro dann. Hier machen wir Büros hin, denke ich mal. So, und hier geht auch noch einer, ne? Ja. Das ist dann weit genug weg von dem da, ne? Das ist aber nur ein See, oder? Wasserloch. Könnte man irgendwie wegmachen, dann abpumpen oder so, ne? Müssen wir dann nochmal schauen. So, jetzt würde ich aber sagen, wir machen... Kann ich das jetzt hier nochmal wegmachen? Ne, ne? Mach das nochmal weg. Und zwar hier... Wieso reißt das nicht ab? Designate constructed walls floors. Das ist doch abreißen, oder? Ach, jetzt kann ich das nicht nach der Radiergummi wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, und dann doch hier vorne noch den Gang reinlassen. Although it is a grim reminder of the winter hardships to come, the supply caravan from the floor of Splatter is welcome site. Ah, da kommen jetzt die Händler tatsächlich an, ne? Ja, gut, dann ist das so. Wir müssen dann hier die Areas machen und Meeting Area, Bedroom. Barracks, Dormitory, Office. Office machen wir jetzt hier hin. Oh. Nochmal das Ganze, ne? Office. Nee, das Office wollte ich ja hier hin machen. Und click in the play area to paint the zone. Habe ich schon gemacht. Und dann left click to choose corners of a rectangle. Hold left button to draw. Machen wir weg. Accept. Und Zones are areas you designate for your decision. Will work, socialize, rest or perform specified duties. There are several kinds of zones, which you can see in the panel on the left. Zones are placed much like stockpiles. Unlike stockpiles, multiple zones and overlap. Certain zones like bedrooms can be placed several at a time. Just make sure you have the correct furniture placed in the rooms with doors or vertical entries, reporting each room before you beginning. Yeah. Wir machen noch ein Office. Und das sollte... machen wir es dahin. Ne, wir machen das Office dahin. Aber das geht wahrscheinlich noch nicht. Cancel. So, hier muss jetzt noch ein Stuhl rein, ne? Und wo war jetzt das, Tree Chopping, Set Plant Gathering. Da werden die Wände schön gemacht. Place Structures. Furnitures. Chairs. Ich würde das da gerne hinstellen.
Zitronen und Woodchairs. Machen wir. Der kommt dahin. Und dann soll da der Typ da schon sitzen. Und wir machen das Radiergummi erst. Machen das nochmal weg. Dann machen wir die Area auch nochmal dazu. Und dann können wir hier unten, wenn das ausgehoben ist, den zweiten Platz für den Kollegen machen. Damit der hier Record Keeper da machen kann und so. Wofür ist das jetzt hier gut? Okay, name this building. Ne, das will ich ja nicht. Zitronen und Chairs, kann ich da was irgendwo einstellen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier nochmal gucken? Ja. Was ist das jetzt für ein Raum? Office. Aber für wen ist dieses Office da? Call. Mach dieses mal weg. War der das jetzt oder war das der andere? Der Expeditionsleader, was machte der? Gute Frage. Lass uns erstmal den zweiten Tisch dahin machen noch. Furniture. Nicht Tisch, sondern Stuhl. Chair. Der soll dahin. Kann auch der sein. Und dann gehen wir nochmal hier zu den Linksterbumster Offices. Also nee. Doch, haben wir nicht gemacht, oder? Nee, ich glaube, den zweiten Office haben wir nicht ausgewählt, ne? Das weg. Ich hätte mal vielleicht gerade Dingens machen sollen. Accept. Läuft. So, ach so, nee, Office muss ich offen lassen. Gut. Dann muss ich hier drauf gehen und dann kann ich auswählen, was da passiert, ne? Was ist das hier? Assign a new or existing location to this zone. Nee, will ich nicht. So, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wer der zweite war. Das muss ich dann erst wieder nachgucken, glaube. Dann muss ich nochmal da auch noch raus. Ne, da sind wir auch falsch. Wo war das denn jetzt? Nee, wo musste ich denn da hin? Das kann erstmal weg. Office ist klar. Nee, hier kam ich nicht hin. Wie kam ich denn jetzt zu der Übersicht mit den anderen Sachen? Und das brauchen wir jetzt nicht. Mindcut und Tracks ist klar, da sind wir auch noch nicht so weit. Das lass aber nochmal an. Close Zooms and Establish Meeting Areas. Wo sehe ich denn Meeting Areas und sowas? Das habe ich doch eben. War das hier? Ah, hier war das. Wie hieß der denn? Call ist der Manager und der Broker? Ne, der Bookkeeper. Der Manager ist Call, das passt ja schon. Bookkeeper ist Uwash English Guzil. Uwash English Guzil. Und jetzt müssen wir nochmal den Raum haben. Uwash, ja genau der. Jetzt ist der Name hier, ne? Uwash English Guzil ist der. Jetzt hat er auch seinen Raum. So, dann kann er auch arbeiten. Der ist auch, ne, der hat den Stuhl da hingebracht, glaube ich, oder? Hier sind ganz viele Nachrichten, ne? Left click for center and expand options, right click to dismiss. Merchants have arrived. Oh ja, da muss ich, the merchants from Darkwater Kicken will be leaving soon. Uiuiuiui. Broker call and later conduct meeting. Broker can access depot. Ja, broker rest at depot. Ich hoffe, die sind jetzt noch nicht gleich am Abhauen. Die packen ja noch aus, ne? Was sind das für welche? Trade Depot. There are no merchants trading right now. Ich hoffe, die sind noch da, ne? Jetzt habe ich wieder... Das ist doch hier einer von denen, oder? Das sieht aber nach einem Zwerg aus, ne? Ein Metal Crafter ist das, okay.
Ist denn unser Mann schon da? Dan Stock, boah, das wird wieder schwierig, ne? Doch, da ist er ja. Cole ist schon da. Das heißt, wir müssen jetzt gleich anfangen, hier zu traden. Ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.